Herzlich willkommen zur zweiten Goat News. Hallo und herzlich willkommen zu den Goat News. Letzte Woche ging das Turnier Game of Goats in die zweite Runde. Und auch diesmal gab es wieder einige Überraschungen. Aber aufgrund geringer Einschaltquoten müssen wir leider sagen, dass wir den Praktikanten vorübergehend nach Hause schicken mussten. Und leider reicht das Budget auch nicht für einen Special-Gast. Deshalb, falls ihr das nächste Folge wieder haben wollt, stimmt oben bei den E-Mail ab und dann gucken wir, was wir nächste Woche so machen können. So, nachdem die formalen Sachen geklärt worden sind, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der ersten News. Kommen wir zu unserem ersten Spiel und zwar, wir haben da einmal die Kraft der Familie, auch Team Family Force genannt, gegen den sympathischen Typen von nebenan und zwar Umut. Umut hat leider immer noch extreme Internetprobleme und ja, leider kann er keine Runde wirklich hochladen. Ich hoffe, das wird noch nachgeholt, aber so konnte man das Spiel jetzt zumindest bei Team Family Force anschauen. Doch obwohl Umut sein Bestes gab, war er gegen die Familie machtlos. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer will sich auch gleich mit einer ganzen Familie anlegen? So ist Team Family Force eine Runde weiter und Umut leider raus. Und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Das zweite Spiel bestritten Jay Taylor gegen Monster Slut. Und jeder kennt es, jeder weiß es, das hier ist ein Side-Deck. Und Jay Taylor dachte sich, wofür brauche ich das denn? Denn er vergaß einfach in der zweiten Runde zu siden. Doch dies bereute er auch sehr bitter und so verlor er das zweite Spiel. Dann ging es natürlich in ein drittes Spiel und da dachte er sich, jetzt side ich vielleicht doch mal und wie siehe da, es hat sich gelohnt und so gewann Jay Taylor die dritte Runde. Doch man muss auch sagen, hier war Monster Slut nicht ganz unbeteiligt, denn in der ersten Runde dachte sich Monster Slut, oh ja, eine verdeckte Karte, das kann eine gefährliche Falle sein. Und so griff er in entscheidenden Momenten nicht an und das kostete ihm dann das Duell. Und ich würde sagen, nicht immer zu viel Angst haben, Vorsicht ist gut, aber in diesem Fall komplett unbegründet. Und so verlor er das erste Spiel. Und ja, das kostete Monster Slut dann den Sieg und so geht der Sieg an Jay Taylor und er ist der zweite Kandidat, der ins Halbfinale einziehen darf und Monster Slut ist hiermit leider raus. Als nächstes haben wir Tier Zero gegen Team Trend und auch diesmal haben wir unseren Außenreporter rausgeschickt. Eric, wo sind Sie denn? Eric, wo sind Sie? Hier hinten bin ich doch, Maurice. Was machen Sie denn da und wo sind Sie gerade? Ja, ich bin dank meiner Eintrittskarte hier bei Team Trend. Hier wachsen junge Bäume voran, um genauso coole, große und trendige Spieler zu werden, wie das Team es braucht. Ah, okay. Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Ja, das ist ziemlich ruhig hier. Fast schon still, oder Leonard? Er wirkt wie festgewurzelt. Ich sehe schon. Totale Stille und Konzentration. Genau. Das wird hier ganz groß geschrieben. Es wird bis zum Umfallen trainiert und nur der Sieg ist im Stamm. Apropos Sieg, wer verlief das Spiel denn gegen Tier Zero? War es ein knappes Spiel oder ein deutlicher Sieg für einen der beiden? Naja, wie soll ich es ausdrücken? Tier Zero ist wie eine Null gegen den Baum gefahren. Totalschaden und gar keine Chance. Also hat Team Trend die Runde für sich entschieden und ist somit eine Runde weiter und im Halbfinale? Ganz genau. Und hier steht außer Frage, dass man das Finale erreichen will. Das klingt doch sehr vielversprechend. Dann werden wir nächste Woche wohl ein spannendes Spiel sehen. Das finde ich auch. Ich genieße hier noch mal ein bisschen die Stille und ruhe mich ein bisschen aus. Wie bitte? Photosynthese? Nee, ist eine Fotokamera. Ich gebe zurück ins Studio. Das waren ja interessante Einblicke und ich würde sagen, machen wir weiter mit der nächsten News. Kommen wir zu unserem letzten Spiel und zwar Team Jim gegen Matze. Matze ließ dieses Mal Smitty spielen. Doch wurde Smitty seinen Namen als Salzelf gerecht? Naja, wir schauen uns mal Ausschnitte aus dem Duell an. Ob es ein sehr, sehr spannendes Match war oder eben nicht. Ja, sieht doch super aus. Ich würde sagen, da hatte jemand richtig viel Spaß. So verlor Smitty auf jeden Fall und so ist Mats Up leider raus und Team Jim tritt damit ins Halbfinale ein. Und ja, der Blue Eyes Fanatiker hätte wohl lieber selber spielen sollen, denn er hat sein Spiel ja in der ersten Runde gewonnen und Smitty in der zweiten nicht. Smitty bzw. Matze jetzt auf jeden Fall raus und Team Jim im Halbfinale. Das war schon alles von dieser Woche und nächste Woche geht es spannend weiter und zwar mit den Halbfinalspielen. Wir haben da einmal Jay Taylor gegen Team Family Force und Team Jim gegen Team Trend. Stimmt mal oben ab, wer der vier Kandidaten ist euer Favorit und denkt, ja, der gewinnt Game of Goats. Stimmt einfach mal ab. Das war's dann heute von mir. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder zu den Goat News und bis bald.